Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 PS4 hier auf der Fortpommern Rügen. Ja, zum Wochenstart tun wir hier noch ein bisschen düngen. Das ist ja eine Mission, die wir gestern angenommen haben. Denk mal, wir werden damit gleich durch sein. Ja, dann ist es ja in-game jetzt auch schon gleich 19 Uhr. Also ab 20 Uhr werden wir auch wieder schlafen, wie üblich. Und ja, wenn wir hier so schön an der BGA vorbeifahren, wollten wir nicht auch Silage in die BGA reintun? Das haben wir doch nicht mehr gemacht, ne? Aber ich denke mal, da werden wir auch, ich weiß nicht, ob wir das jetzt heute noch starten. Eigentlich könnten wir die Förderbänder noch einrichten. Ob die alle noch zusammengekoppelt sind. Ich glaube, das ist es. Ja, es hat bloß keiner angeschaltet, ne? Und dann müssen wir bloß einen Helfer einstellen. Der Bender hat zwar ein bisschen dort um die Ecke rumgeschoben. Mal sehen, wie viel noch das vorne erwischt dann. Aber theoretisch müsste es erstmal noch funktionieren. Oder treffen wir einen Trigger nicht mehr hier hinten. Also richtig funktioniert es nicht, was wir hier machen. Mal hier so ein bisschen uns etwas günstiger platzieren und dann noch mal einen Helfer einstellen, dann sollte es jetzt besser gehen. Natürlich die große Frage, wie lange es braucht zum Verarbeiten, es wird relativ schnell gehen. Das Förderband wird das nicht schaffen bei Mal 5 vielleicht ein bisschen was über zu behalten, aber dann wird es wohl nicht hinterherkommen. Ich denke mal, der da vorne ist jetzt. Ach ne, fertig ist er noch nicht. Er fährt noch vorwärts, oder? Ach, so ein Mini-Streifen hat er, um wieder zurückzukommen. Den können wir aber so ein bisschen vernachlässigen. Wir fahren vorne nochmal das breite Stück. Dann werden wir mal gucken. Wir müssten ja von der Mission schon einiges haben. Sie sind schon bei 84%. So, und dann hat man ja noch Feld 6, könnte man ja ebenfalls noch düngen. Die 8 steht immer noch mit Pflügen drin, das ist auch komisch, ne? Die 8 ist das hier unten. Oh, da ist doch auch schon nachher nichts angesät, ne? Nach wie vor, okay. So, im Feld 6 ist ja... das oben neben unserem Feld 2. Ein Stück will er noch haben, es waren nach 96%.
kam die Meldung. Ich wollte jetzt gerade noch mal gucken. Dann tun wir das hier mal abschließen und nehmen noch Feld 6 an. Ja, 14.223 kriegt man für den Auftrag. Ich denke mal, wir haben ja jetzt noch ja, knapp 2.000 Liter Dünger haben wir gebraucht. Also 4.000, also 10.000 sind ungefähr übrig geblieben. Das ist eigentlich schon okay. Ich kann mir ja hier die Missionsaufträge als Training für die Matchmap ansehen, ne? Müsste ja theoretisch, war ja am Samstag Livestream und morgen müsste ja auch eine Folge kommen, ne? So, das Feld, das werden wir einfach, da oben ist zwar Straße, da setzen wir einfach mal den Helfer hier hinten an. Wenn ich mache mal oben quer am Vorgewende rüber, bleiben wir mal hier, weil was anderes hätten wir momentan sowieso nicht so richtig zu tun. Wie gesagt, wir können dann nur wettertechnisch hoffen, dass es hier dann für uns wärmer wird, dass wir die 10 Grad erreichen. Bodentemperatur. Es ist ja auch laut Übersichtskarte wäre ja praktisch auch erst der 5. Tag, wo jetzt hier eingezeichnet ist oder vorgegeben ist, dass man so ja pflanzen könnte. Ich denke mal, vorher wird es gar nicht warm genug sein. So, machen wir hier mal noch ein Stück Vorgewende rüber. Ecke haben wir halbwegs mit erwischt. Und ja, die Felder sind auch nicht so ganz uninteressant, die sind nicht zu groß, aber ja, wie gesagt, das ist jetzt, da müssen wir so sehr viel drumherum Land mitkaufen, weil die Farmlands hier so sehr großzügig eingeteilt sind, sage ich mal. Da kann der Helfer fahren hier. Und dann gibt es bloß noch Seen, Seen, nochmal Seen. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt hier die Mission durch haben, dann werden wir erstmal schlafen gehen. Aber was man natürlich auch schon merkt durch Seasons, obwohl wir erst bei Mitte Frühling sind, also die Tage, möchte ich meinen, sind länger. Es ist länger hell. Es wird schon gut umgesetzt, deshalb auch so ein bisschen, man hätte ich auch so ein bisschen Lust dazu, auf dem PC das mit Seasons zu spielen, dann auf der Obertal. Aber wie gesagt, dann mehr, wenn es soweit ist. Noch sind wir dort auf der Saxonia unterwegs, werden wir auch noch eine Weile bleiben. So, bis die Felder alle abgeerntet sind entsprechend.
Wir können höchstens mal gucken, aber Gerste, Hafer haben wir eigentlich sehr viel. Rapstechnisch unten der Raps, der Preis, der steigt noch bei Poweröl. Da sollten wir unbedingt nächsten früh, also nächster Nacht, nach der nächsten Nacht nochmal gucken, wie das sich dort entwickelt hat. Aber hier die letzte Stadt, die unterste ist ja die Station, die wir zum Schluss platziert haben. 954 für einen Raps ist ganz schön wenig, ne? So, die Bahn zurück wird nicht ganz reichen, um die Mission zu erfüllen. Könnte ich mir vorstellen, dass da noch zu viel überbleibt in der Mitte. Ja, wir sind bei 81%, das wird wohl nicht ganz reichen. Da müssen wir nochmal in der Mittelbahn hochfahren, also in den schmalen Streifen. So, 99%, also hätte fast gereicht. Aber sollte nicht so sein, ne? So, einmal Düngerstreuer aus. Und einmal abschließen. Also wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, haben wir Minimum ein bisschen was, also knapp 24.000, was wir jetzt verdient haben, also 9.000 und 14.000 und, oder von mir aus auch 24.000 in Summe, nee Quatsch, 23.000 so rum. So, und müssen jetzt rund 3.100 Liter Dünger laden, der Düngerstreuer war ja voll. Ja, wir bezahlen 6.300 davor. Ich denke mal, für die 14 haben wir ungefähr fast 4 bezahlt von Dünger und für die 9 haben wir auch über 2 bezahlt haben, also. Es ist noch was übergeblieben, klar. Aber reich wären, ich weiß nicht. So, die können wir hier wieder abstellen. Machen wir noch das Licht aus. So, theoretisch erledigt, würde ich sagen, haben wir alles. Dann gucken wir mal, was, was kommt nach Mitte Frühling, Ende Frühling, ne? Und wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben, dann ist es einfach zu spät. Wir werden bis 6 Uhr schlafen, würde ich meinen. Also 10 Stunden oder 11, dann ist es 7 Uhr. Wir können auch 7 Uhr machen, weil eigentlich drängelt uns ja nichts. Mal gucken, was es von der BGA gibt. Da gibt es 172.000, das ist schon mal nicht schlecht. 7.400 haben wir Kreditzins bezahlt. Und es regnet, ne? Oder? Und stürzt er ab oder synchronisiert er fertig?
Momentan kann ich mich nicht bewegen. Schlechtes Zeichen oder gutes Zeichen? So, Bodentemperatur 9 Grad, aber tja, später Frühling haben wir jetzt. Beim Bäumen sind noch ordentlich Blätter drauf. Ich glaube, da geht aber noch was dann an Blättern. Ja, dann gucken wir erstmal, ja, wachstumstechnisch haben wir hier natürlich Wachstum bekommen, ist klar. Oder zum Glück. Also es ist, unsere Sonnenblumen sind aufgegangen. Müsste jetzt die erste Wachstumsstufe sein. Feld 8 Flügen hält sich hartnäckig. Wollen wir das mal machen, dass das weggeht? Weiß es nicht. Unsere anderen Felder haben keine Wachstumsstufe dazu bekommen. Das ist natürlich dann auch, dachte ich eigentlich, dass hier auch eine mehr wird, aber wahrscheinlich wird der der Sommer wird ja auch relativ lang. So, wir können jetzt eigentlich nur unser Feld 4 düngen. Ja, und hier mit dem Unkraut, ich weiß nicht so recht. Soll ich da wirklich mit der Giftspritze selber drüber fahren? Weil der Helfer wird nicht funktionieren, kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, wir hatten es mit dem Striegel ausprobiert. Aber Striegel bringt uns nicht viel, weil dann er nur die Flecken wegstriegelt und der Rest dann trotzdem bleibt. Wir müssen noch ein Stück weiter nach rechts. Das sieht erstmal soweit alles gut aus. Was wir jetzt natürlich noch gucken, wachstumstechnisch, ja, was macht unser Gras? Da würde ich sagen, da hat sich auch nichts getan, ne? Das ist meines Erachtens immer noch ihr erste Wachstumsstufe. Und gepflanzt haben wir ja gar nichts momentan. Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, da wird sich ja, keine Ahnung. Hier stehen noch unsere Sämaschinen bereit, das ist klar. Eigentlich suche ich den T8. Genau, hier ist er. So, wir müssen, was wir noch nicht gemacht haben, wir müssen mal nach den Tieren gucken. Ein Schwein muss sauber gemacht werden. Ja, die sind erst 1,2 Jahre, also da hat sich sozusagen noch nichts getan, wie sie sich vermehrt haben, sind immer noch... Ne, sind 93, wir hatten doch keine... Hatten wir nicht 79 Schweine drin?
Ne, sind aber alles 198 Kilo. Und alle Schweine kriegen wahrscheinlich auch keine Jungen. Hier nächstes Tier in 0,3 Jahren. Nächstes Tier in 0,3 Jahren. Also wahrscheinlich nicht alle Tiere. Nur ein Teil kriegt Junge. Aber ich würde doch meinen, wir hatten doch nur noch 89 oder haben wir 93 Schweine, ich weiß nicht. Wie sieht das bei den Schafen aus? Da steht noch nichts da für den nächsten Tier. Schafen habe ich mich überhaupt noch nicht damit auseinandergesetzt. Die Hühner ist klar. Sind nach wie vor 100. So, und hier. Zwar Mist dazugekommen, Milch ist auch etwas dazugekommen. Ich dachte immer, dass die erst Milch geben, wenn die Junge bekommen haben. Sollte das nicht so sein? Hier stand irgendwas, in 0,8 Jahren gibt es das nächste Tier. Hier haben wir natürlich 40.000 Liter Milch drin. Aber sind auch alles nur erwachsene Tiere. Jungtiere gibt es ja auch noch nicht. Und wir müssen hier überall sauber machen. Das machen wir dann so als nächstes mit. Aber hier werden wir uns den Pflug holen und werden mal das Feld 8 dort machen, dass das wirklich mal gepflügt wird. Gibt zwar bloß 2000 und ein bisschen als Lohn, aber ich denke mal, das ist nicht so kritisch. Also das machen wir einfach mal mit, da ist die Mission weg. Beziehungsweise sollten wir sie vielleicht auch erstmal annehmen, ne? Nicht, dass wir hinfahren und dann hat die KI das schon gemacht. Wir uns mal hier lang schummeln. Ah, hier steht ja der Pfahl im Weg. So, dann können wir ihn hier losschicken. Ja, dann hoffen wir mal, dass es dann morgen in der Folge fertig wird. Aber ich denke mal schon. Denn für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wie gewohnt geht es morgen 16 Uhr am Dienstag weiter. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.